Hey ho Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part haben wir eine Mutprobe von Pam erhalten, wo wir alle, also die ganzen Kinder, in die Schule nachts gehen sollen und die Nacht da verbringen sollen und den Grusel ein Ende zu setzen. Mal schauen, was daraus wird. Ich bin wirklich gespannt. Später. Also dann, ich sollte mich langsam auf den Weg zur Schule machen. Ich muss aufpassen, dass Blanas mich nicht erwischt. Das ist ja cool, wir spielen jetzt irgendwie teilweise Mission Impossible. Nice! Also wir dürfen nicht erwischt werden, das ist wirklich cool. Kann ich mich nicht irgendwie aus dem Fenster schleichen? Ist jetzt die Frage. Naja. Oh, es geht doch. LOL! Also dann, los geht's. Ich wollte mal wissen, was passiert, wenn ich erwischt werde. Falls einer von euch das gemacht hat, dass er erwischt wird, schreibt's mir in die Kommentare, was genau dann passiert. Ich glaube, ich konnte mich unbemerkt rausschleichen. Pipi-Style! Conny! Eigentlich macht's mir nichts aus, nachts herumzulaufen. Ich finde es sogar aufregend. Nur mit Gespenstern habe ich's nicht so. Das gebe ich gern zu. Du gehst vor, Pipi-Style, okay? Und ich bin dir dicht auf den Fersen. Ach, und geh bitte ganz langsam, ja, ganz langsam. Mann, irgendwie süß. Ah, da bist du ja endlich. Du hast dir echt ganz schön Zeit gelassen. Sag mal, Pipi-Style, ist da Conny, die sich hinter dir versteckt? Feige wie eh und je. Naja, egal. Damit wären wir vollzählig. Also fangen wir an. Oh, als würden wir Unterricht machen, the fuck. Jetzt sind wir alle an unseren Plätzen, aber was nun? Was sollen wir jetzt machen? Das ist ja wohl klar, oder? Wir warten darauf, dass die Gespenster auftauchen. Was? Wir warten auf die Gespenster? Ja, wobei ich eigentlich nicht glaube, dass die sich einfach so zeigen werden. Ich glaube, wir müssen sie irgendwie herbeirufen. Aber das geht doch nicht, wir... Huhu, ihr Gespensterchen, wo seid ihr? Wenn es euch wirklich gibt, kommt raus und zeigt euch. Bitte hör auf. Hey, kommt schon raus, ihr blöden Gespenster. Oder habt ihr selbst nicht den Mut? Was ist denn jetzt los? Sie ist ohnmächtig geworden. Echt jetzt? Es ist doch noch gar nichts passiert. Die Angst davor, dass etwas passieren könnte, war wohl schon zu viel für sie. Trotzdem, so schnell aus den Latschen zu kippen, wie feige kann man denn sein? Egal. Ich schätze, das war's. Verschwinden wir, oder? Brenne. Ernsthaft, er wollte eigentlich nur Conny wieder ohnmächtig sehen? Das ist jetzt aber wirklich scheiße von dir. Eigentlich müsste ich hingehen und ihm einen Bitch-Slap geben. Aber gut, dass jetzt die Geister auftauchen. Jetzt wird er wahrscheinlich der Erste sein, der wegrennt. Und wir werden die Einzigen sein, die gegen ihn kämpfen wollen. Brenne. Schnuthelm? Hast du was gesagt? Nö, ich war das nicht. Muss wer anders gewesen sein. Brenne, buh. Sind das... Da ist irgendjemand. Oder irgendetwas. Da ist noch jemand hier in der Schule. Brenne, brenne. Wer ist da? Wer ist da? Oh. Seht ihr das? Diese blaue Flamme da. Das sind... wie heißen die nochmal? Das sind diese Geist-Flammen-Pokémon. Wo das andere... es gibt drei Stufen. Einmal eine Kerze mit so einer Lampe, dann irgendwie doppelt und eine Endentwicklung. Mir fällt jetzt leider nicht mehr der Name ein. Ich halte es nicht mehr aus. Ich habe echt Angst. Auch ohnmächtig geworden. Viscora. Ich komme auch nicht mehr. Tut mir leid, aber ich bin raus. Was soll denn das jetzt, Schnuthelm? Du kippst also lieber gleich um, bevor du noch mehr Muffensausen kriegst? Du machst es dir echt leicht. Und was soll ich dann jetzt machen? So bleibt mir ja nichts anderes übrig als... Nichts anderes übrig als... Wart ihr das? Habt ihr mich gerufen?
Ihr traut euch ja was. Dabei habt ihr nicht die geringste Chance gegen mich. Ist das... Ihr wollt es wohl nicht anders. Ich werde euch das fürchten lehren. Er zittert vor Angst wie nie zuvor. Dialga, dein Ernst? Das war gar nicht... Ach du heilige Scheiße! Ich komm da irgendwie grad damit nicht klar, Leute. Ich hab gedacht, das sind diese Geister, Feuer-Pokémon, diese Laternen-Pokémon, aber es ist motherfucking Dialga, nicht Dialga, Palkia, Dialga und es war Giratina. The fuck? Giratina, what the fuck? Warum? Was hat der nur mit uns und der Schule? Oh. Kann es irgendwas mit den Versteinerungen auf sich haben? Das wäre gut möglich und das wäre wirklich schlimm, wenn er denkt, dass wir irgendetwas damit auf sich, damit zu tun haben. Okay, machen wir einfach mal weiter. Sind wir in der Schule? Haben wir alle das Bewusstsein verloren? Hey, ihr seht doch, Pampam und Schnuthelm sind weg. Und Psiau auch. Was ist denn passiert? Ich bin irgendwie total orientierungslos gerade. Weil du als Erste ohnmächtig geworden bist, Conny. Direkt danach waren wir dann plötzlich von diesen fahlblauen Flammen umgeben. Was? Und dann war da dieser riesige, furchterregende Schatten, der sich auf einmal über uns legte. Hey, nicht gleich wieder ohnmächtig werden. Ich schildere doch nur, was passiert ist. Reiß dich zusammen. Kipp ja nicht wieder um. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo die anderen abgeblieben sind? Wo sind Papa am Schnuthelm und Psiau? Ich weiß, wo sie sind. Psiau? Was ist passiert? Wo warst du? Ich bin Pampam und Schnuthelm gefolgt. Die beiden wurden entführt. Was? Ich habe alles gesehen. Als dieser riesige Schatten aufgetaucht ist und alle vor Angst umgekippt sind, da habe ich ausgeharrt und mich nicht erschrecken lassen. Allerdings hatte ich natürlich keine Ahnung, was als nächstes passieren würde. Also habe ich erst mal so getan, als wäre ich auch ohnmächtig geworden. Was? Du hast nur so getan? Du bist ja unglaublich. Hast du denn gar keine Angst vor Gespenstern und sowas? Kein bisschen. Im Gegenteil, ich mag sowas. Du bist uns auch unheimlich. Schön und gut, aber jetzt erzähl doch weiter. Was ist dann passiert? Ich habe erst mal abgewartet, bis irgendwann... dieser Schatten verschwunden ist. Und dann, als er weg war, sind auf einmal diese fahlblauen Flammen wieder aktiv geworden. Ich glaube, diese fahlblauen Flammen sind wirklich diese einzelnen Laternen-Pokémon. Die stehen unter dem Bann oder sind befreundet mit Giratina. Es sah so aus, als hätten sie Pampam und Schnuthelm wie von Zauberhand weggezehrt. Wisst ihr noch, was die Augenzeugen gesagt haben, als Herr Porenta verschwunden ist? Ja, die meinten doch, sie hätten ihn zuletzt bei der Weggabelung gesehen. Und dass da auch diese fallblauen Flammen zu sehen gewesen seien. Genau. Ich dachte mir also, dass das genau dasselbe passiert wie mit Herrn Porenta. Ich bin Pampam und Schnuthelm dann einfach gefolgt. Und? Wo sind sie denn hin? Kommt, ich zeige es euch. Okay, Leute, anscheinend haben wir es mit etwas Größerem zu tun. Giratina. Und wir werden im nächsten Part herausfinden, was Giratina denn von uns will, beziehungsweise was überhaupt passiert ist, dass sie so wütend ist, oder er, oder es. Naja, Leute, aber ich beende erstmal die Session und wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Tschüss, euer PB-Style. Haut rein!